Hallo meine lieben Fans und willkommen in der Hunde Folge Dragonfly. Matschenbilder zu den Code Mod LP. Und dann Dragonfly LP. Hallo, ich bin Dragonfly. Hallo, ich bin Mine Media. Wir müssen wieder den Tiger bauen, den ich letztes Mal schon hatte. Den Tiger, wo ich nicht bauen kann, nice. Den Tiger, den ich letztes Mal gebaut habe. Alles klar. Ach, wie baut man einen Tiger, Alter? Fragen mich, was ich beruflich mache. Ich hab's nie gesagt, denn es ist keine große Sache. Ich sorge unter anderem für den Fluss der Energie. Mit meiner starken Leistung lade ich eure Batterie. Ich drück einige Knöpfe, dass euch ein Licht aufgeht. In der Folge kann's passieren, dass der Boden bebt. 1000 Volt, Vorsicht, ich sag's zur Sicherheit. Und kümmere mich darum, dass die Spannung steigt. Elektriker, ich habe das Elektriker. Elektriker. So, hier müssen wir aufpassen. Elektriker, ich habe das Elektriker. Elektriker, hier unterschreiben bitte. Lange Arbeitszeiten, das bin ich seit Jahren gewohnt. Bis alles richtig funktioniert, stehe ich unter Strom. Die Erfahrung lehrt, dass meine Sicherung durchbrennt. Wer ist sofort zur Stelle? Mein Assistent erkennt. Elektroschock, Hilfe, Auftragsbuch voll. Termine gibt's im Internet, Xox, Oroppelol. Man fragte mich als Kind schon, was ich später gerne tät. Meine Leidenschaft ist die Elektrizität. Elektriker, ich habe das Elektriker. Elektriker. So, hier müssen wir aufpassen. Elektriker, ich habe das Elektriker. Elektriker. Hier unterschreiben bitte. Elektriker, ich habe das Elektriker. Elektriker. So, hier müssen wir aufpassen. Elektriker, ich habe das Elektriker. Elektriker. Hier unterschreiben bitte. Jetzt schwebt der Scheiße. Ja, meine sei kacke. Sowas hat Streifen, ne? Ne, das wäre ein Tiger. Lol, das ist ein Tiger, ich baue einen Löwe, scheiße. Ja, deswegen hab ich gedacht, ja, dann hast du den. Oh, geil, ich hab einen Löwen gebaut. Nice. Das ist also jetzt ein komplett gelber Tiger, der auf so einem komischen Erdpodest schwebt. Cool, dass nice. Die immer lauter werden, habe ich das Gefühl da hinten. Mag ich. Nein, das ist übrigens voll behindert. Ja gut, er sieht besser aus als das Ding da. Ja gut, das stimme ich auch bei mir zu. Aber der hat das Grün mit den Füßen hingekriegt. It's okay. Ja, ja. Oder? Ja, meh. Ja, meh. Ich finde es. Ich meine, das sieht zwar aus wie ein Löwe, aber okay. Ich bin sehr schlau. Scheiße. Ne? Steiner. Nee. Alter. Alter, guck dir mal den Kopf von dem an. Was meine besser? Dein echter oder der von dem, was du gebaut hast? Dem, was ich gebaut habe. Ja, was meinst du mit meinem echten? Dein echter Kopf. Alles klar. Kevin. Alles klar, mein echter Baby. Kevin. Und reporten. Honey. Alles klar. Nice. Ja, alles nice. Klar. Hatte ich aber auch noch nicht. Ich habe das nur bei Schwänzen gehabt. Das ist mein. Hab ich gedacht, das ist auch immer noch kein Tiger. Ich nehme gerade auf, nur dass das mal irgendwie klar ist. Danke für das Essen. Wow, everything is awesome. Ey, bring mal auch was zu essen, Mutter von Kotor. Das wird auf jeden Fall nicht gesprengt. Ein Löwe ist kein Tiger. Das ist und meiner. Okay, das schreibe ich nicht. Das ist meiner. Alter, der Kopf. What the fuck, Alter. Awesome. Nee. Alles klar, wenn du echt Leute gut finden, dann weiß ich auch nicht. Dann weiß ich auch nicht, was mit denen falsch ist. Alles gemeinsam. Irgendwie parkt es. Das soll zwar ein Zoo sein, ist mir klar, aber irgendwie. Sieht das nicht. Das sieht aus wie so eine Schnecke, Alter. Das ist ein Meer, Alter. Alu Akbar. Wieso? Wieso sprengt ihr das? Aluhe Akbar. Aluhe Akbar. Oh.
Der ist gut, Alter. Mit so viel. Der Kopf gefällt mir nicht. Nicht fähig. Ja, das sieht irgendwie halt auch so wie Miezekätzchen, aber trotzdem ist es gut. Der hat das echt gut gemacht. Das wird gewinnen. Alles klar, das wird gewinnen. Alles ist natürlich. Pony. Ja, kann. Der Dino Lino. Der Typ, der sich die ganze Zeit aufregt, wie dumm. Warum wird das nicht gesprengt? Lol, Alter. Aber wahrscheinlich wird das jetzt gesprengt, ne? Das sieht aus wie eine Giraffe. Meh. Das ist meh. Die wir auf einmal gut bewerten müssen. Ja, das ist so gemein. Unsere Verhältnisse. Okay, ja, wird gewählt. Du einfach Zweiter bist und ich nicht Letzter. GG, verdient. Naja, mein Gott, Alter, die diskutieren da draußen immer lauter rum, das ist echt schlimm. Draußen, als würde ich drin sitzen. Das ist draußen auf dem Balkon oder so eine Scheiße. Warum esse ich gerade was? Weil du Kacke bist. Schneide ich raus. Feiermorgs, ey, guck mal. Ja, gut, aber danke, dass du mich damit anschließt. Oh ja, ich komm immer so vom Höhepunkt. Du weißt schon, dass ich noch aufnehme. Du nimmst auch auf. Ja, ich auch. Du weißt schon, dass ich das nicht kaffe zwischen den beiden Runden. Ja, was tut mich das? Nee. Also. So, und jetzt kommt der zweiten Folge. Zweite Folge. Wahrscheinlich kommt jetzt als Thema Vulkan oder so eine Scheiße. But everything. Everything, anything, Toaster. Hatten wir das nicht schon zweimal? Genau, ich brauche einen Toaster. Lass mal skypen. Nee. Heute nicht. Ach, das brauchst du den Schüssel. Alles klar, die beleidigen sich hier gerade wieder gegenseitig. Ja, hast du das wieder aus Eisen, oder? Okay. Ich glaube, ich brauch das Quarz. Quarz. Okay, Quarz ist eigentlich schon jetzt schrei. Zwei. Bei mir nur eins. Dafür 70. Ich finde meins eigentlich echt voll cool.
Ich finde, ich habe wieder zu wenig Zeit gehabt. Ich bin gerade so fertig geworden. Ich hätte die Steckdose ein bisschen mehr verschieben können, aber das. Ich habe nicht meine Steckdose gebaut, aber es sieht auf jeden Fall besser aus als das Ding da. Ja, meinst du auch. Ist okay. Na, meh. Keine Ahnung, der hat scheiße aus. Weil danach denken wir uns dann wieder, warum hat der eigentlich was gut. Weißt du, der hat halt Partikel gemacht, die hätte ich eigentlich auch gern gemacht noch. Ja, nee, also mein Toast war halt schon fertig. Aber es sieht aus. Ernsthaft, diese Schilder braucht niemand mehr. Maximal 2000 Temperatur ein. Ja, nur wegen den Schildern habe ich keinen Bock mehr und gib mehr. Sieht aber auch so schon scheiße aus irgendwie. Concrafter LP, alles klar, geiler Name. Alles klar. Guck dir diesen Penis da aus der Steckdose an. Toastbrot. Cool, dass man Holz. Toastbrot baut auf einem Holzboden. Sehr gute Idee. It's okay, man. Na, it's a scheiße. Ich hab jetzt nicht okay gegangen. Ja, aber so geil war es nicht. Das meine. Echt jetzt? Das sieht so scheiße aus. Aber everything was so awesome. Ja, es sieht ja eh nicht schlecht aus. Hättest du halt noch ein Toasting gehabt. Gemacht. Und mehr Zeit gehabt. Das Toast ist nicht mehr. Das Toast ist hohl, ne? Ja, das ist meins. Ja, das sieht echt nicht schlecht aus. Da ist alles awesome dran. Ich weiß. Vor allem so ein Eisenkabel, ne, wenn du dann dran packst, sofort stirbst. Wenn du das Kabel aus der Steckdose ziehen willst, dann stirbst du. Aber ein Zaun, ne? Ich hatte keinen Zaun. Das sieht natürlich geil aus. Ich weiß, dass du keinen Zaun hast. Der Tisch ist sehr krass. Das sieht aus wie so ein. Es ist Kreuz, scheiße. Mais Ableeding. Also, dieser Penis, der da in Toastform ist. Zigarette. Alter. Ah, die ist klar. Also, die bauen alle Penis, aber guck mal, das sieht echt aus wie ein Penis. Guck mal. Alles klar, richtige Idioten im Chat wieder. Hey, das ist doch ein Steak, Alter. Es sieht halt manchmal echt so aus. Die diskutieren wieder so laut da hinten. Liebe ich. Weißt du, am liebsten würde ich meine Tür so dreifach verriegeln. Das ist natürlich ein richtig geiles Toast. Mit so hässlichen Typen drin. Und diesen Typen, der immer Poor Honey schreibt. Report den Kack. Was? Der Tino Lino. Hässliche Scheiße. Ja, okay, so ein Sandsteintoast, das schon zertrocknet ist. Das ist ein Mäh. Das kriegt ein ist okay von mir. Ich geb da Mäh, weil dieses Redstone da drin mich wundert, was das heißen soll tun. Ja, vielleicht die Wärme. Die Wärme. Ja. Redstone ist immer Wärme. Ah ja, roter. Ne? Oh, das ist doch nicht schlecht. Auch wieder Holztoast auf Holz. Du bist jetzt so ein Kanacke. Ansonsten, das sieht echt gut aus. Das kriegt von mir gut. Ah, ja, was ist man sieht halt das? Ey, das würde ich halt echt fallen, wenn man so das Feuer drin sehen würde. Feuer in einem Toast da drin. Das ist natürlich mega. Das ist natürlich heiß, Alter. Das ist richtig geil. Guck dir dieses Toast hier an. Alter, der soll seine Fresse halten. Das ist Kanaki. Kam eben scheiße, alles klar. Jetzt hab ich easy gewonnen, aber jetzt gewinnt er irgendwie eh einen Scheiß her. Nee, oder nicht. Geil, ich bin mal wieder ganz weit unten. Ja, ich bin eigentlich fertig geworden, das war. Mann, warum leckt das so? Hätte ich jetzt auch gesagt. Gut, dann. Dann würde ich sagen, was ist für diese Folge? Wenn's euch gefallen hat, lasst kurz mal keine positiven Bewertungen da. Der Maul. Guck bei Dragonfly vorbei. Genau, das hat aufgehört und dann würde ich sagen, verpisst euch! Alles klar. Ich habe von 24. Tschüss. Und ciao.